Sitzt du gerade an deiner Buchhaltung oder deiner Steuererklärung und überlegst dir jetzt, welche Werbungskosten du als Selbstständiger denn so hattest? Wenn ja, dann schau dir unbedingt dieses Video einmal an, denn ich erkläre die Begriffe Werbungskosten, Betriebsausgabe für Angestellte und für Selbstständige, denn da gibt es in der Regel ziemlich viel Verwirrung. Hi, mein Name ist Melchior von der Kontist Steuerberatung und ich bekomme die Frage relativ häufig, welche Werbungskosten man als Selbstständiger denn absetzen kann. Ich bekomme diese Frage vor allem von Gründern, also diejenigen, die halt wirklich gerade neu dabei sind, selbstständig irgendwie zu arbeiten und auch in den meisten Fällen tatsächlich nebenberuflich selbstständig sind. Ein ganz wichtiger Punkt, ganz vorab, es gibt keine Werbungskosten für Selbstständige. Was nicht heißt, dass Selbstständige keine Werbekosten haben können, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Werbungskosten und Werbekosten. Wo genau der Unterschied liegt und was du wo an welcher Stelle in deiner Steuererklärung ansetzen kannst, das gucken wir uns mal jetzt im Detail an. Der Begriff Werbungskosten, den gibt es vor allem für Angestellte. Werbungskosten sind die Kosten, die Angestellte im Zusammenhang mit ihrem Job haben. Das heißt, das Pendeln zur Arbeit, Fortbildungskosten, Bewerbungskosten, eventuell auch irgendwelche Seminare und so weiter. All diese Kosten, die im Zusammenhang mit einem Anstellungsverhältnis entstehen, das sind die sogenannten Werbungskosten. Und die kannst du auch ansetzen, die kannst du aber nur ansetzen, wenn du tatsächlich auch einen Job hast, also eine Angestellten-Tätigkeit hast. Und die kannst du dann einmal im Jahr im Rahmen deiner Einkommensteuererklärung ansetzen. Du hast da auch keine Umsatzsteuer, die du irgendwie berücksichtigen kannst oder keinen Vorsteuerabzug. Du trägst wirklich einfach nur die gezahlten Bruttobeträge in deiner Steuererklärung ein. Wenn du gar keine Ausgaben hast, dann setzt das Finanzamt so von Amts wegen auch 1000 Euro pauschal an. Wichtig an dieser Stelle aber noch einmal, das gilt wirklich nur für Angestellte. Bei Selbstständigen funktioniert das ein bisschen anders. Und an dieser Stelle auch ganz wichtig, mit Selbstständigen meine ich Freiberufler und Gewerbetreibende. Die haben nämlich keine Werbungskosten. Und ich höre es da gleich schon schreien, wie, die haben keine Werbungskosten? Was machen sie denn mit den ganzen Kosten? Das ist ja unfair. Ist es nicht, weil sie können die Kosten ansetzen, aber halt nicht in der Einkommensteuererklärung als Werbungskosten. All das, was ich über die Werbungskosten für Angestellte gesagt habe, das gilt nicht für Selbstständige. Denn Selbstständige sind noch viel freier und flexibler, welche Kosten sie ansetzen können. Aber diese Kosten setzen sie in der laufenden Buchhaltung an. Das heißt, Selbstständige haben keine Werbungskosten, aber Betriebsausgaben, die sie dann in der monatlichen, quartalsweisen oder jährlichen Buchhaltung direkt berücksichtigen können und haben da einfach auch noch mehr Möglichkeit, Kosten zu berücksichtigen. Auch da reduzieren diese Ausgaben selbstverständlich den Gewinn. Und Selbstständige können an dieser Stelle in der Regel auch die Umsatzsteuer geltend machen, zumindest wenn sie die Regelbesteuerung gewählt haben. Das heißt, du setzt als Selbstständiger deine laufenden Kosten bereits unterjährig in deiner Buchhaltung an und nicht einmal im Jahr in deiner Einkommensteuererklärung. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, weil da gibt es immer sehr, sehr viele Verwirrungen. Natürlich kannst du Kosten für Werbung als Betriebsausgabe ansetzen. Die heißen dann per Definition aber halt nicht Werbungskosten, sondern Werbekosten. Und das ist natürlich absolut legitim, als Selbstständiger zu werben und diese Kosten dann auch abzusetzen. Aber halt nicht als Werbungskosten, sondern als Werbekosten im Rahmen der Betriebsausgaben. Ich hoffe, bis hierhin ist das relativ klar. Jetzt fragen sich die ein oder anderen vielleicht, was ist denn, wenn ich beides habe? Es gibt ja eine nebenberufliche Selbstständigkeit oder ein nebenberufliches Anstellungsverhältnis. Und was ist denn, wenn ich beide Einkunftsarten habe? Also sowohl aus einem Anstellungsverhältnis als auch aus meiner Selbstständigkeit. Es gibt ja bestimmte Kosten, die du eventuell hast und die sich auf beides beziehen. Natürlich musst du versuchen, das möglichst klar zuzuordnen. Also wenn du bestimmte Ausgaben hast für Bürobedarf und das ist für deine Selbstständigkeit, solltest du sie natürlich als Betriebsausgabe in deiner Selbstständigkeit berücksichtigen und nicht als Werbungskosten. Aber was ist denn mit Kosten, die für beides gelten? Zum Beispiel mein Smartphone-Vertrag. Wenn ich selbstständig bin, also meine Selbstständigkeit habe und angestellt bin und mein Smartphone nutze, sowohl für meine Selbstständigkeit als auch für das Anstellungsverhältnis, wo packe ich denn am besten die Kosten rein? Natürlich kannst du das gleichmäßig aufteilen. Ich möchte dir an dieser Stelle aber nur einmal mit auf den Weg geben, dass es für dich in der Regel günstiger ist, wenn du beides hast, dass du die Kosten im Rahmen der Buchhaltung als Betriebsausgabe ansetzt, also bei der Selbstständigkeit ansetzt. Warum? Weil du da in der Regel einen Vorsteuerabzug hast. Das heißt, du kannst dir die Umsatzsteuer wiederholen. Das ist schon mal günstiger. Das kannst du bei den Werbungskosten nicht machen. Außerdem gibt es eine Werbungskostenpauschale. Das heißt, das Finanzamt setzt standardmäßig sowieso 1000 Euro Werbungskosten in deiner Steuererklärung an. Und wenn du unter diesen 1000 Euro bist, dann verfallen die Kosten sozusagen.
Wenn du also 600 Euro Werbungskosten pro Jahr hast, dann verfallen die 600 Euro und das Finanzamt setzt einfach 1000 Euro an. Diese Pauschale hast du bei den Betriebsausgaben nicht. Wenn das irgendwie inhaltlich nachvollziehbar ist, würde ich diese 600 Euro also eher als Betriebsausgabe buchen, dass sie da den Gewinn reduzieren, dass du da den Vorsteuerabzug hast und so steuerlich ansetzbar ist. Weil bei den Werbungskosten würde das Ganze halt verfallen. Ich hoffe, mit diesem kurzen Video konnte ich etwas Licht ins Dunkel bringen und ich habe das ein oder andere Fragezeichen in deinem Kopf gelöst. Wenn du allerdings noch weitere Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und du könntest den Kanal abonnieren. Wir veröffentlichen regelmäßig Videos zu den Themen Finanzen, Buchhaltung und Steuern speziell für Selbstständige. Wir helfen dir auch ganz gerne bei der Umsetzung, also bei der Buchhaltung und der Steuererklärung. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir weiterhelfen können, verlinke ich dir einmal hier. Du kannst aber natürlich auch gerne erstmal alle unsere anderen Videos anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.